Hallo, da bin ich wieder. Für alle Ubuntu-Nutzer möchte ich euch heute eine Kleinigkeit zeigen. Wenn ihr also mit dem Unity Desktop nicht zufrieden seid, dann habt ihr auch ganz einfach die Möglichkeit, euch eine andere Desktop-Oberfläche zu installieren. Das möchte ich euch heute einmal zeigen. Ihr seht gerade, im Hintergrund läuft von der Seite linux.de ein kleines Video, wie ihr oder wie dieser Cinnamon Desktop aussieht. Den möchte ich euch heute einmal kurz, ja, nicht vorstellen, sondern nur eben zeigen, wie ihr das Ganze installieren könnt. Zum Vergleich, wenn ihr mal schaut, auf der Seite linux.de sind ja alle möglichen Linux-Distributionen zum Runterladen. Und man kann sich auch dann hier anschauen, wie die Desktop-Oberfläche aussieht, ob es etwas für mich ist. Und hier haben wir dann die Ubuntu Desktop-Oberfläche mit Unity. Sehr schlicht, und vielleicht ist es ja nichts für euch und ihr sagt, okay, ich hätte gerne die Auswahl, wenn mein Rechner hochfährt, dass ich entweder Unity oder KDE oder hier in diesem Fall Cinnamon Desktop als Benutzeroberfläche habe. Gut, wie geht das? In diesem Fall ist es sehr, sehr einfach. Ich öffne ein Terminal und jetzt muss ich mich mal einmal ein bisschen hier verkleinern und zur Seite fahren. Er gibt folgenden Befehl ein. Machen wir das mal schön groß, damit ihr das sehen könnt. So, und zwar sudo apt-get install Cinnamon. So, bitte nicht vertippen, sonst gibt es keine Installation. Dann das Passwort. So, meins ist leider viel zu lang, deswegen, aber es scheint zu funktionieren. So, jetzt werdet ihr hier gefragt, möchten Sie fortfahren? Ja. Und jetzt lädt er die Cinnamon Desktop-Oberfläche herunter. Und das wird jetzt eine ganze Zeit lang dauern. Ihr habt übrigens dann die Möglichkeit, hatte ich eben ja schon gesagt, am Anfang, wenn der Rechner hochfährt, euch zu überlegen, welche Desktop-Oberfläche euch zusagt oder welche ihr heute benutzen wollt. Bei KDE oder Kubuntu, wie ich es hier benutze, ja, es ist manchmal das Problem, dass der Lüfter schnell anspringt, weil das Programm halt ein bisschen mehr Ressourcen braucht, also mehr Rechenpower. Und wenn ihr jetzt einen älteren Rechner habt, dann ist Cinnamon natürlich eine ganz sparsame Desktop-Oberfläche, aber Unity natürlich auch. Gut, aber wer einfach die Auswahl hat oder das gerne möchte, der kann sich hier diesen Cinnamon Desktop installieren. Gut, ich komme gleich wieder, denn das dauert hier eine ganze Zeit und zeige euch dann hinterher, wie das aussieht, wenn ihr Ubuntu wieder oder Kubuntu wie bei mir jetzt neu startet. So, bis gleich. Ja, hi, da bin ich wieder. So sah das eben aus, als ich jetzt meinen Rechner gestartet habe. Ich habe davon ein Foto gemacht. Ihr seht, ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen Cinnamon oder Plasma der Desktop-Oberfläche. Ihr könnt natürlich noch andere Desktop-Oberflächen installieren, aber man muss ja auch nicht übertreiben. Gut, und ganz kurz zeige ich euch noch eben, wie das Ganze jetzt aussieht. Wenn ihr von Kubuntu jetzt in die zweite Desktop-Oberfläche installiert habt, dann habt ihr erstmal diesen schwarzen Bildschirm. Hier kann man dann, so wie bei Cinnamon gewohnt, auch bei Linux Mint, dann die ganzen Einstellungen vornehmen. Was jetzt hier gut ist, ist, dass die Leiste, die ja eigentlich immer an der Seite sein sollte, bei den etwas breiteren Bildschirmen kann man also auch jetzt endlich bei Cinnamon ganz einfach verschieben, Leiste verschieben anklicken. Jetzt seht ihr hier drumherum, ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Leiste überall hinzuschieben. So, dann kann ich auch die Icons hier verschieben, so wie ich das euch auch in einem anderen Tutorial gezeigt habe. Dann wieder Rechtsklick, das Ganze wieder ausmachen. Jetzt habe ich die Leiste hier auf der rechten Seite. So, wer jetzt ein Hintergrundbild haben möchte, der geht gucken, haben wir die denn hier?
Ja, so wie man das kennt, mit Rechtsklick auf das Foto als Hintergrund festlegen und schon hat man dann einen schönen Hintergrund. Was euch hier vielleicht auffällt, ist, dass die Symbole super klein sind. Das kann man hier auch ein bisschen ändern. Mal eben gucken auf Einstellung, auf Themen bei Cinnamon. Und dann seht ihr hier bei Fensterrahmen, könnt ihr hier also umstellen. Ich nehme meistens diesen hier. Er wird jetzt hier jetzt ein bisschen größer für so blinde Fische wie mich. Dann kann man auch hier die Symbole auswählen, welche man haben will. Und bei der Steuerung gibt es auch die Möglichkeit, ja, muss man hier unten gucken, Schreibsystemen aus dem Netz herunterladen. Ja, lädt jetzt ein paar Schreibsystemen herunter. Wem das jetzt hier bei Cinnamon zu schlicht ist und sagt, ich würde gerne auch ein bisschen mehr Auswahl haben, der kann das also hier machen. So, jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt endlich fertig ist und ich noch Stunden warten muss. Ja, so, dann, ne, klicke ich mir hier die Desktop-Oberfläche an, die mir gefällt. Ich hatte mal eine ganz schöne. Hoffentlich kann ich mich erinnern, welche das war. Da, mal schauen. Eine Ahnung. Da seht ihr, es ist echt viel. Und da hat man immer das Problem, dass man sich gar nicht entscheiden kann vor lauter unterschiedlichen Möglichkeiten. So, ich habe jetzt zwei ausgewählt. Liste aktualisieren, Einträge installieren. Jetzt lädt er die runter. Und jetzt aktualisiere ich meine Liste und gehe jetzt wieder zurück. Und ihr seht, ich habe jetzt hier diese beiden Möglichkeiten. Jetzt gehe ich mal auf Silk, Thema anwenden. Aha. Und oh, ihr seht, sieht schon ein bisschen schicker aus mit diesem Grün, ne? Ja, gut. Gucken wir mal das andere. New Minty, Thema anwenden. Wie sieht das aus? Ja, viel zu grün. Immer wieder auf Silk. Gut, ihr seht schon, wohin das führt. Ne? Man kann sich hier wirklich auslassen. Kann hier dann ganz viele verschiedene Sachen installieren. Und passt da bitte auf, dass auch alles angezeigt wird, was ihr bei den ganzen Programmen sehen müsst. Also was ich meine ist, dass zum Beispiel, wenn ihr jetzt OpenOffice, LibreOffice startet, dann kann es sein, dass manchmal ihr seht jetzt hier zum Beispiel, das Fenster ist relativ blass eingestellt, kann es kaum lesen. Das liegt aber jetzt daran, dass ich hier die Desktop-Themen verstellt habe. Also da müsst ihr euch mal durchklicken und gucken, was bei euch am besten passt, dass das hier auch alles angezeigt wird. Also ein guter Ausgleich zwischen Symbole, Steuerung und Mauszeiger. Ja? Gut, können wir eben gucken, ob es bei der Steuerung, ja, ihr seht, jetzt haben wir hier alles schön dunkel. Wenn ich jetzt wieder mal ein Programm öffne und das hatten wir jetzt gerade bei den Büroprogrammen, lieber LibreOffice, ja, das hier. So, ihr seht jetzt, es ist hier alles dunkel. Hier sieht man die Fenster wieder ein bisschen besser. Also, probiert es aus. Es ist eure Sache. Ne? Und die. Jetzt muss ich mal wieder hier zurückkommen. So war es, glaube ich, vorher. Ihr seht, es ist völliger Mist, wenn man hier zu viel rumspielt. Ja, ich habe euch aber gezeigt, wie es geht. Cinnamon installieren, richtet euch das ein, so wie ihr das am besten braucht. Und viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis bald. Tschüss, tschüss.